Dann komm und lass dich töten. Fall schon in die Lava. Ja, da oben was? Nein. Okay. Schön. Schön, dass wir das auch haben, aber dieses Viereck da hat es uns gebracht. Naja, dann gehen wir den Weg zurück. Gehen wir den anderen Weg zurück. Naja, also zwei große Lavatümpel waren da und ein Aschländerlager. Und das war's. Mehr eigentlich nicht. Naja. Gleich erschießen? Ach ja. Erschießen wir ihn gleich. Lebt immer noch. Zwei Eisenpfeile haben wir noch. Und danach noch ein paar Chitinpfeile. Okay, das war's. Jetzt nehmen wir die Chitinpfeile. Und weg. Ach, einen Eisenpfeil kriegen wir wieder. Der wird doch gleich mal ausgerüstet. Okay, also hier ist nichts. Heißt, kann man halt nur so ein bisschen hingehen. Der fliegt weg. Der fliegt auf uns zu. Und hat uns gesehen. Okay. Das war's mit den Eisenpfeilen. Eine Ratte. Nehmen wir mal den Klippenwerfer weg. Eine normale Ratte. Okay, weg mit dir. Rattenfleisch und Titinpfeil. Welchen Zustand hat der eigentlich? 197 von 1000. Also noch knapp 20% Zustand. Eigentlich. Nein. Trifft ihn das? Ja. Und jetzt stirbst du. Sehr schön, so mag ich das. Das ist doch ein wilder Guar. So. Zwei Guar heute. Ah, okay, den kriegen wir nie. Niemals. Keine Chance, da ist das schön drin. Da ist schön viel Lava. Ja. Dann kommen wir jetzt hier so ein bisschen runter und dann können wir nach und nach erschließen wir hier das alles. Das ist toll! Ich glaube, bald haben wir auch keine Pfeile mehr. Dann gehen wir rein in den Nahkampf.
Oder vielleicht sollte ich jetzt schon den Nahkampf. Ja, wir haben nur noch 18 Pfeile. Ich glaube, ich gehe jetzt in den Nahkampf. Was ist das? Das sind. LOL! Das sind Gegner da oben, die wir zwar sehen können, ganz knapp, aber die so weit weg von uns sind, dass sie nicht geupdatet werden, deshalb feststecken. Also die bewegen sich nicht. Voll geil eigentlich. Aber wir können sie sehen. Lustig. So, wir gehen hier jetzt erstmal diesen Pharmakundschafter töten. Pharmasekret. Ja, wir gehen hier erstmal so ein bisschen nach rechts. Da ist bestimmt irgendwas versteckt. Ratte ist hier. Pestkrank. Okay. Die darf sterben. So, wo geht's da hin? Allzu viel kann ja hier nicht. Doch, da kann noch einiges sein. Aber da ist eigentlich nichts. So, mal kurz. Ich habe hier schon wieder irgendeinen Dreck. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe jetzt diesen Blockzettel als Mausunterlage. Und seit ich diesen Zettel, den letzten Zettel gewechselt habe, habe ich das Gefühl, dass da immer irgendwas drauf ist. Echt blöd. Irgendwann irgendwas drauf ist, wo die Maus nicht richtig drüber fahren kann. Wenn ich es wegputze, geht's, aber irgendwie kriege ich es nicht ganz weg. So, dann haben wir das auch erkundet. Ich finde das schön, wir haben jetzt hier alles erkundet und machen jetzt das hier. Dass wir das so rüber hier kriegen irgendwie. Und wahrscheinlich kriegen wir das hier auch noch so ein bisschen. Das hier hätte ich gerne, aber das kriegen wir, wie gesagt, bei der Geisterpforte, vermute ich mal. Sehr schön ist das. Ja, hier geht's wieder runter. Wir haben schon länger keine Höhlen oder so mehr gefunden, oder? Kommt mir zumindest so vor. Dreh dich nicht. So. Okay, wo geht. Jetzt wäre es tatsächlich. Ich weiß nicht, wo es jetzt besser wäre, lang zu gehen. Ich glaube, ich gehe einfach mal da lang. Weil es irgendwie aussieht, als wäre da lauter Gebirge und wir da eigentlich gar nicht lang könnten. Du kommst auch gleich dran. So. 4 mit 4 Streichen. So, Klippenläufer, Klippenläufer. Ein Kaguti mit einer Kaguti-Haut. Und noch ein Kaguti mit einer Kaguti-Haut. Ja, war richtig, hier geht's nicht weiter. Finde ich toll, wenn es hier nicht weitergeht, weil dann heißt es nämlich, da geht's weiter und wir müssen uns nicht so viel merken, wo es noch weitergeht. Haben wir einen gewöhnlichen. Ja. Komm her. So, Dankeschön. Für deine Seele. So, hier sind wir wieder ein bisschen im Wasser. Da gibt es auch nicht viel. Hier sind wir auch ein bisschen im Wasser. Ah, ich glaube, das ist das, wo wir da drüben ist doch Marandus, oder?
Ja, das ist das, was wir gesehen hatten. Jetzt sind wir da auf der anderen Seite. Sehr schön. Toll. Also da würde es jetzt dann auch nach Molagmar gehen. Aber wir sehen uns jetzt erstmal hier weiter um. Geht's hier im Kreis einmal? Ja, hier geht's einmal im Kreis, okay. Das heißt, wir haben jetzt drei Wege. Ich würde gerne den hier am Fluss erstmal machen. Da haben wir eine Ratte. So, ja, da gehen wir später jetzt. Gehen wir erstmal in diese Wandus-Ahnengruft. Hier ist nicht viel. Schloss 10. Das haben wir ja gleich geöffnet. Das wäre, glaube ich, eine gewöhnliche Seele sogar. Boah, fast getötet. Geil. So, das war jetzt eine gewöhnliche, oder? Ja. Sehr schön. Niederer Seelenstein, Knochenmehl. Ey, bleib hier. Hä? Nicht getötet? So, und hier haben wir. Jetzt haben wir wieder einen gewöhnlichen Seelenstein. Na toll. Und viermal Knochenmehl. So, sehen wir uns ein bisschen um hier. Hier haben wir Knochenmehl. 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 Nochmal Knochenmehl. 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 Hier haben wir fünf Draken. Eine Sonne des Gesellen. Knochenmehl. Und Knochenmehl. Komm her, warte mal. Wir haben jetzt wieder einen gewöhnlichen Seelenstein. Gib mir deine Seele. Du kannst nicht entkommen. Niederer Seelenstein und siebenmal Knochenmehl. Ja, nein, das nehmen wir nicht. Hier mit Knochenmehl. Knochenmehl. Azuras Beschwörung haben wir schon mal gelesen. Knochenmehl. Knochenmehl. Und hier haben wir. Oh, Chitin-Wurfsterne. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier zwei Holztüren. Da geht's weiter und da ist nur ein Raum, also gehen wir da als erstes rein. Ah, hier ist doch kein Gegner. So, da ist gar nichts drin. Krabbenfleisch, Sträuchwachs, Hustengras, Oderblume, Bittergrünblätter, schwarze Flechte. Dann wäre ein Draken und Schild 5 Punkte für 10 Sekunden. Nein. Ein Amulett, das Schild, das will ich nicht. Okay. Da ist, glaube ich, nur ein Gang und da auch. Gehen wir jetzt mal da rein, weil ich glaube, da. Schloss 10. Ist hier ein Schloss? Nein. Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal da lang. Geht einfach an uns vorbei. Hat er davon. Hier mal Knochenmehl. Nochmal Knochenmehl. Und Knochenmehl. Läuferfeder, Mondzucker, umgewandeltes Vulkanglas. Und die Papierlaterne ist aus.
Starstab. Okay. So, Schloss 10. Komm her. Komm her. Ha. Hätten wir eigentlich noch einen gehabt? Nein, hätten wir nicht. Okay. Wir hätten keinen Seelenstein mehr gehabt. So, niederer Seelenstein kriegen wir wieder. Und 500 Knochen mehr. Hallgerds Erzählung, die hat, das haben wir schon mal gelesen. Und der hat nur siebenmal Knochenmehl. Eine Kiste mit einem gewöhnlichen Seelenstein. Feuersalze, grüne Flechte, Hundefleisch. Okay, das war's. Das war's. Ich würde sagen, das war eine mittelgroße Ahnengruft. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Leiche. So, und weg mit dir auch. Schlammkrabbe. So. Da hätten wir es fast geschafft. Aber wisst ihr was, Leute? Ich nehme jetzt schon seit, ich glaube sogar mehr als 3 Stunden auf. 3 Viertel, glaube ich, mittlerweile sogar schon. Ja, 3 Viertel. Ich werde hier Schluss machen, also nicht zu Hause, sondern hier. Wir haben ja noch 34 Kilo eigentlich zu tragen, das heißt, wir könnten hier locker noch ein bisschen was schaffen. Aber ich möchte langsam mal aufhören. Das heißt, ich möchte aufhören, ich möchte langsam mal ins Bett. Und deswegen höre ich hier jetzt auf, weil wir rennen hier jetzt, glaube ich, schon seit einer halben, dreiviertel Stunde herum, ohne dass wir was gefunden haben, was uns irgendwie erschwert, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Und deswegen könnte das nochmal so lange dauern und irgendwann, ich will keine 4 Stunden aufnehmen, das wäre dann definitiv zu lang. Dann hätte ich für 2 Wochen aufgenommen und ich muss ja immer nur für 1 Woche aufnehmen, weil ich meine, dann wären die Folgen auch 3 Wochen lang, das ist auch ein bisschen zu lang, also 3 Wochen alt, wäre auch ein bisschen zu viel. Aber hey, wir haben jetzt das hier alles geschafft, sind jetzt hier rum. Und erkunden jetzt hier das alles. Das finde ich sehr schön. In der nächsten Staffel werden wir dann definitiv hier das hier ein bisschen erkunden. Werden so ein bisschen zum Suran runterkommen. Diesen Weg hier entlang. Und dann werden wir hier das erkunden. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn wir wieder 3 Stunden aufnehmen, dann kommen wir ungefähr so hin und vielleicht sogar zu dem Grab von Uvirid. Das wäre auch sehr schön, wenn wir das hier alles hätten. Dann wäre das irgendwie so und dann hätten wir echt sehr viel geschafft. Dann könnten wir so machen und hätten alles, was wir noch nicht erkundet haben, tatsächlich hier auf einen Blick. Das ist super. Sehr super. Ha. Also, wie gesagt, eine Aufnahme noch, dann vielleicht noch hier eine zweite, dann sind wir so ungefähr so. Fallen Sarano waren wir dann vermutlich auch mal. Dann würde ich sagen, hier noch so 3 Aufnahmen oder ja, so 3 Aufnahmen. 4, 5 Aufnahmen, dann haben wir das hier geschafft. Dann haben wir hier alles, dann haben wir den ganzen Content doch. 4, 5 Aufnahmen. Das sagen wir eher 5. Wobei wir heute haben wir eigentlich sehr wenig geschafft, muss ich sagen. Wir hätten eigentlich das hier alles machen können. Aber wir haben, glaube ich, auch 2 Folgen erstmal sortiert. Das heißt, wir haben im Endeffekt nur etwa 5 Folgen hier erkundet.
Und darunter war eine Daedra-Ruine, ja, okay, eine kleine Daedra-Ruine, aber auch diese Dunmer-Festung war auch noch dabei. Sehr toll. Sehr, sehr toll. Was wir schon alles erkundet haben. Nur hier unten ist es ein bisschen löchrig. Aber hier alles, 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 bis auf das da. Das ist ein Gebirge. Da sind wir irgendwie nicht hingekommen. Hier auch alles. Alles. Sogar hier alles, bis auf dieses kleine Stückchen hier. Und hier das da. Und das da. Und da ist auch noch was frei, sehe ich gerade. Aber das ist auch wieder Gebirge. Ach nein, Moment mal, das ist der Weg zur Geisterpforte. Deswegen, das könnte sein. Boah, das ist so schön, wenn man alles erkundet hat. Sehr schön ist das. Ha. Ja, gut. Aber ich bin echt froh, wenn wir das in der nächsten Aufnahme echt hinkriegen, dass wir das hier alles erkundet haben. Dann wäre ich echt froh. Dann wären wir nämlich ein bisschen im Zeitplan. Den Zeitplan heute, für heute, war tatsächlich einfach nur ungefähr das hier zu schaffen. Das hier. Und ja gut, wir haben Marandas geschafft, wir haben das hier alles geschafft. Und statt hier so das zu schaffen, sind wir noch ein bisschen hier runter. Denn hier geht es offenbar irgendwie nur von der Geisterpforte aus irgendwie so ein bisschen weiter. Oder dann von hier oben so ein bisschen. Oder es ist alles Gebirge, das könnte auch sein. Aber wenn das alles Gebirge ist, dann laufen wir ein bisschen auf dem Gebirge rum. Ganz ehrlich. Dann machen wir bei einer Folge nichts anderes als Klippenläufer spielen. Na gut, aber jetzt wird wieder wirklich gespeichert und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!